So Leute, moinsen und hallo, willkommen bei Sex, Games and Rock'n'Roll. Endlich, passend zu den Patch Notes, kann ich wieder online gehen. Ich bin am Start, ich hau jetzt endlich wieder Videos raus, etc. Ich muss mich auch noch ein bisschen hier ganz schön reinhauen, damit ich hier ganzen Infos noch hinterherziehen kann, was jetzt alles so rausgekommen ist und so weiter. Ich hau mir hier einfach mal eben ein kurzes Info-Loadout raus. Zum einen gibt es jetzt ein Inner Sphere-Paket, welches man ab dieser Woche irgendwann, ich glaube ab morgen oder übermorgen käuflich erwerben kann für insgesamt $80. Die Max, die da beinhaltet sind, die fallen mir gerade nicht ein. Ich habe es gerade nur grob überflogen. Ich werde hier den entsprechenden Link zum Post mal in die Videobeschreibung packen, dass ihr euch das Paket angucken könnt. Das Ganze wurde gemacht, damit die Leute, die keinen Bock auf Clan-Max haben, sich ein Inner Sphere-Paket kaufen können, um dennoch den entsprechenden Bonus zu kriegen, was die King Crab angeht. Und finde ich einen ziemlich coolen Zug. Das Ganze wurde jetzt ziemlich in einer Hauruck-Aktion rausgestampft. Es gibt noch keine beispielhaften 3D-Modelle und so, sondern nur die entsprechenden Zeichnungen von deren Grafiktypen da, der die ganzen Designs der Max bei MechWarrior Online macht. Aber man kann sich dann schon mal grob darauf einstellen, was es geben wird. Und das finde ich ja schon mal eine ziemlich coole Sache. Dann, mache ich jetzt einfach erstmal weiter mit den Patch-Notes. Demnächst, was noch so weiter in Infos kommt, werde ich dann noch raushauen. Zum einen, wenn man im Homescreen ist, gibt es jetzt den Configure-Button hier unten. Er leuchtet jetzt ein paar Mal auf. Hiermit kann man dann den Mac, den man ausgewählt hat, konfigurieren. Ihr könnt auch dann einfach wieder den üblichen Mix, Select Mac nehmen, bla bla bla, auswählen. Geht auf Configure direkt vom Homescreen aus und bearbeitet den Mac, den ihr gerade am Start habt. Dann gibt es eine weitere Änderung, die auch mit dem Homescreen zu tun hat. Nämlich, wenn ihr aus einem Match wieder zurückkommt, dann landet ihr im Homescreen und nicht mehr im MacLab. Also deshalb wurde auch zum Beispiel hier der Configure-Button mit hinzugefügt. Was ich persönlich eigentlich soweit ganz cool finde. Im MacLab ist halt nochmal, um genauer ins Detail zu gehen. Hier im Homescreen kann man einfach schnell den Mac nehmen, den man haben will. Vielleicht noch irgendwie was rumbasteln und fertig ist die Laube. Dann gab es heute die Belohnung für... Es hakt ein wenig, jetzt kommt... So, läuft glaub wieder. Die Belohnung für all jene, die sich mal Mac-Credits gekauft haben oder die im Vorverkauf irgendeines der Pakete erstanden haben. Nämlich, der Atlas S ist jetzt am Start. Hier ein Schmucket-Dingen. Ich finde das Design ja auch so geil. Geht ein bisschen in Richtung von Wikinger-Gekröse, Valkyren und finde ich schon ziemlich cool. Es gefällt mir definitiv. Einmal abchecken, was der so am Start hat. Grundausstattung, LM20, SM6 und zwei Streaks, ein AC20 und 2.4 Medium Laser. Eigentlich ziemlich cooles Teil, definitiv. Munition müsste man auf gegebenenfalls irgendwo anders hinpacken und ich würde mich dann vollends entscheiden, ob ich einen puren Brawler nehme und die LMs rausnehme. Oder ein bisschen auf Long Range gehe und die AC20 zum Beispiel durch eine Gauss ersetze, dann könnte man die Munition auch besser woanders verteilen und so weiter und so fort, etc. etc. Was diesen Atlas so besonders und cool macht, abgesehen von der Camo, ist natürlich die 4 Medium Laser. Er könnte auch als Zombie rumlaufen mit seinen 2 Medium Lasern in Standard oder so. Aber was besonders cool ist, er hat 4 Missile Slots und das ist der einzige Atlas, der bis jetzt sowas hat und das ist natürlich mega geil. Dann gibt es jetzt den Centurion AHA. Man kann diese beiden Max im Übrigen auch einfach so käuflich erwerben, ab heute normalerweise. Wenn ich ab heute, ab nächster Woche, bin da gerade ein bisschen auf den Schlauch, muss ich zugeben. Und so sieht der Special Centurion aus für all jene, die Mac-Credits gekauft haben. Eigentlich auch ziemlich cool, finde ich. Was ich ein bisschen schade finde, die haben beim Centurion jetzt die optische Anpassung gemacht. Und hier, man sieht die AC20, das ist ein bisschen, ja, sieht scheiße aus. Kann man gar nicht anders sagen. Ziemlicher Flop, finde ich. Auch der Waffenamt, ich finde, das sieht ein bisschen zu plump, zu klobig aus. Vorher hat es mir ein bisschen besser gefallen, muss ich sagen. Vielleicht überarbeiten sie das nochmal. Hoffen wir mal. Und was auch schade ist, die Waffenklappen, die Raketenklappen beim Centurion sind jetzt weg. Man sieht hier die Raketenlafetten einfach so offen. Ist natürlich praktisch, man muss nicht mehr warten, bis sich die Dinger öffnen. Aber auf der anderen Seite sah es arschgeil aus, wenn die Dinger auf- und zuklappen. Das gibt es jetzt nicht mehr. Genauso hier. Hier sieht man diese blöden Streak-Pappen mit den Deckeln oben drauf. 3 Streak 2er sitzen da drinnen und das fällt jetzt nun eben doch schon ziemlich doof auf, dass die Dinger da sind. Ich kann mich noch nicht so ganz damit anfreunden. Auf jeden Fall ist der Centurion AHA quasi der kleine Bruder vom Yenlo Wang. Checken wir mal aus, womit er daherkommt und hier haben wir auch schon LM10er hat er drin und eine RC20. Da kann man auch noch ein bisschen was mehr draus machen.
weil der bei den Slots dann doch schon ganz gut ausgestattet ist, finde ich, ist ein bisschen was anderes. Ich meine, klar, mit LRM, ach, mit einer AC-20 ist es schon cool, aber ja, drei Ballistic-Slots und drei Missile-Slots, da kann man schon einen ziemlich gemeinen Short-Range-Missile- und Ballistic-Pumpgun-Nahkämpfer draus basteln, was ich wahrscheinlich auch machen werde. Da habe ich ziemlich dick Bock drauf. Oh yeah. Mal schauen, wie sich der Ding im Kampf so schlägt. Und die hat auch so diesen leichten Glitzer-Metalleffekt, so wie es bei dem dicken Atlas auch der Fall ist oder was auch der Arrow hat, der Hero Blackjack. Finde ich sehr, sehr geil. Dann gibt es ein neues Reward-System. Ich werde euch einfach mal diese beiden Mechs die ganze Zeit so ein bisschen hin und her drehen. Das wurde jetzt komplett überarbeitet. Also die Belohnung hier, Comstar-Builds und Experience, was man in einem Match so bekam, das wurde zum einen erstmal angepasst, weil einige Punkte doch zu stark ins Gewicht fielen. Und zum anderen gibt es jetzt neue Punkte. Zum Beispiel gibt es ein paar Light- bzw. Scout-Mech-spezifische Punkte. Wenn man einen Mech als erster mit R anvisiert, aber nicht feuert, gibt es diesen Bonus zum Beispiel. Genauso gibt es einen Bonus, wenn man sich hinter die feindlichen Linien schleicht, einen Mech von hinten anvisiert, ohne gesehen zu werden und darauf feuert, gibt es auch einen Bonus. Dann gibt es diverse Tag- und Nag-Boni. Also die Nag-Boni, die sind irgendwie nicht ganz safe, die standen jetzt in den englischen Patch-Notes noch nicht drin. Nebenbei sei erwähnt, wenn die deutschen Patch-Notes raus sind, hau ich euch den Link hier in die Videobeschreibung. Kann sein, dass es zum Release des Videos direkt schon am Start ist. Kann auch sein, dass es bis morgen dauert, das wird sich zeigen. Auf jeden Fall werdet ihr da konkret alle genauen Infos nochmal auf Deutsch haben, weil das ist wirklich sau viel. Ich werde nicht alles runterrattern. Es gibt jetzt ja, Dutzende Belohnungen. Element. Bei den Tags zum Beispiel gibt es einen Bonus dafür, wenn man ein Ziel taggt, wenn das Ziel angegriffen wird, während man taggt, pro Schaden tickt es quasi alle 2 Sekunden oder alle 10 Sekunden, ich glaube alle 2 Sekunden. Das staffelt sich auf jeden Fall dann so ein bisschen mit dem Schaden, der in der Zeit gemacht wurde. Dafür gibt es einen Bonus etc. Wenn das Ziel stirbt, während man taggt, dann gibt es einen Bonus und halt ziemlich cooles Zeugs. Wenn Bläh, bläh, bläh. Jetzt habe ich doch einen glatten Hänger. Na egal, die volle Liste auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Dann eine weitere Änderung. Wenn bei einem Mech etwas nicht stimmt, hier haben wir einen Timberwolf. Hier ist die Eingangs. Das habe ich noch gar nicht erwähnt, oder? Oh, ich bin gerade noch so ein bisschen unstrukturiert, jetzt wo ich endlich mal wieder am Start bin. Auf jeden Fall gibt es die entsprechende Änderung, dass Clan-Mechs, die durch Omnipods die Möglichkeit haben, noch mehr Jump-Jets einzubauen, jetzt feste Jump-Jets in diesen Omnipods drin haben. Das bedeutet, das sind der Timberwolf-S und der Kid Fox-S. Die bringen im linken und rechten Seitentorso und irgendwo anders noch, glaube ich, feste Jump-Jets mit sich. Da seht ihr gleich nochmal eine kleine Auflistung, wenn ich den richtig anklicke. Vorher war es so, dass man die Jump-Jets teilweise, glaube ich, frei einbauen konnte und jetzt sind sie halt immer da. Und hier sehen wir auch, der ist invalid vom Loadout her. Klicken ihn an. Und dann sehen wir unten rechts bei der Tonnage schon mal eine rote 80. Denn mit dem Loadout, wie er jetzt hier steht, wiegt er 80 Tonnen, obwohl er eigentlich nur 75 tragen kann. Und die Jump Distance ist auch rot 30,7. Das bei einer eigentlichen möglichen Jump Distance von 25,6. Gehen wir auf die Details, dann sehen wir auch wieso. Hier sind die Fixed Jump Jets in den jeweiligen Seitentorsi und im Center Torso der Fixed Jump Jet sowie ein zusätzlicher Jump Jet. Das Spiel sagt uns erstmal direkt, dass die Dinger hier nicht korrekt zusammengebastelt sind und klicken wir auf Configure. Dann sagt er auch nochmal hier Loadout Slot Violation. Center Torso, Right Torso, Left Torso, bla bla. Die sind nicht ganz korrekt. Da wird jetzt alles rausgeschmissen, was drin ist, damit man die Dinger nochmal anpassen kann. Weil es ja natürlich auch locker mal sein kann, dass die Dinger vollgestopft waren mit allen möglichen. Da sehen wir im Center Torso, da haben wir ja gerade gesehen, da war der Fixed Jump Jet, so wie ein Jump Jet, den ich eingebaut habe. Drücke ich auf OK. Sehen wir die Tonnage von 80 runter auf 66. Die maximale Jump-Distanz ist jetzt auf 25,6. Alles wunderbar. Klicken wir jetzt auf Loadout. Gehen wir genau, machen wir einfach hier Mech Details. Dann sehen wir im Center Torso ist jetzt ein Fixed Structure Slot und der eine Jump Jet Slot, der sowieso belegt, fest belegt war. Somit hat man hier nicht mehr so den großen Spielraum und man muss sich da wieder ein bisschen mehr anpassen. Schade, dass man jetzt die Mechs von vorne ein bisschen ausstatten muss in den Bauteilen, weil jetzt muss ich hier zum Beispiel meine Short-Range-Messer von neuem reinstecken. Prinzipiell aber locker okay, da kann man mit leben. Das ist aber auf jeden Fall eine wichtige und interessante Änderung. Vor allem finde ich auch halt gut, dass die Punkte, die dann wirklich überschritten sind, die den Fehler mit hervorrufen, dass sie rot hervorgehoben werden und dass man dann auch sieht, dass die definitiv weit drüber gehen. Eine weitere Änderung ist, und das dürfte wichtig sein für jene, die den Vulture zum Beispiel gerne fahren, den Walter. Komm, bleib mal schneller hier.
Und zwar mit 6 LRM-5ern und das Ganze vielleicht als Alpha Strike raushauen wollten. Welche war es denn? Mad Dog, jawohl, LRM-5. Konnte man ja fröhlich fleißig Hardcore spammen. Jetzt gibt's aber hier, sehen wir, ihr müsst aufblicken, Firing Morgans in 3 Clan LRMs simultaneously will result in a Heat Spike higher than normal. Das bedeutet, wenn man mehr als 3 Clan LRMs gleichzeitig abfeuert, gibt's eine Hitzestrafe. Und das Ganze ist jetzt so, weil die LRM-5er, egal ob Clan oder Innersphere, nun auch eine Hitzeskala haben, die, wie auch so üblich, mit den anderen Long-Range-Missiles von der jeweiligen Fraktion zusammenarbeiten. Das bedeutet, man kann jetzt nicht problemlos alle 6-5er gleichzeitig abfeuern, sondern müsste schon prinzipiell beim Chainfire bleiben. Finde ich soweit eigentlich vollkommen in Ordnung. Kann man sich mit abfinden. Ich habe es eben Chainfire abgefeuert. Dann gibt es eine weitere Änderung bei den Jump Jets Klasse 1, 2 und 4. Ja, ich bin noch weiterhin etwas unstrukturiert. Das wird jetzt im Laufe der Wochen wieder etwas besser. Da wurde ein bisschen dran gearbeitet. Man kommt jetzt etwas höher mit den Dingern und man beschleunigt etwas besser nach oben hin. Also der Schub wurde erhöht, sodass man die maximale Höhe schneller erreicht. Was ich persönlich ziemlich wonderful finde. Und das war es, glaube ich, soweit größtenteils mit den Patch Notes. Wie gesagt, die vollen Patch Notes gibt es in der Videobeschreibung als Link. Da werdet ihr vielleicht auch noch das ein oder andere Detail finden, was ich vergessen habe, aber verzeiht es mir heute erst wieder am Start. Da muss ich erstmal wieder ein bisschen besser reinkommen. Und ja, jetzt werde ich mal zusehen, dass ich für euch ein paar feine, zarte Gameplay-Videos aufnehme. Also Leute, haut weg, haut rein, denkt dran, die üblichen Links in der Videobeschreibung, abgesehen zu dem Link zu den Patch Notes, das Forum, das Facebook, das Twitch und meine Generäle stehen da auch aufgelistet zu. Da könnt ihr euch melden, wenn ihr der Einheit beitreten wollt, etc. bla bla. Haut weg, besten Dank fürs Zugucken. Wichtige Ergänzung noch hier. Wenn ihr jetzt gerade Bock habt, einen Heavy zu leveln, zu fahren, wenn wir mal gucken beim Play Now Button. Derzeit sind Mediums und das Holz sehr gut ausgelastet. Zum einen, weil alle ihren Atlas haben oder ihren Centurion. Und weil jetzt das Wochenende, was war denn? Ich glaube, der Nova und der Shadowhawk jetzt im Sale sind und alle das mögliche leveln wollen. Und jetzt Heavy 20%, da kann man locker mal reinhauen. Also Leute, reinhauen.